Ich bin Marie Letkowski, ich bin Malerin und aktuell zeige ich bei Feld 5 die Ausstellung aus Zimmer Nummer 3, There's Nothing But Time. Begleitend zu dieser Ausstellung hat der Klangkünstler Simon Bertz eine Soundinstallation erarbeitet, die man nun während der Ausstellungszeit hören kann. Eine gewisse Form, die da ist. Es gibt die Holzgerüste, es gibt Gänge, es gibt Sitze, es gibt die losen Bilder, die rosa erscheinen, gehängt, blass. Darin gibt es Zeichnungen zu erkennen, fragmentiert ein Stück weit, auch kleine Texte. Und man kann sich einfach als Betrachter die Dinge zusammenschließen und zusammensetzen. Also ich gebe ja einen Rahmen vor darin. Zirkulation, provisorisch, flüchtig, menschlicher Körper, das Mediale, die Entspannung, die Erinnerung, Zeit, Vergänglichkeit, Sterblichkeit, körperliche Präsenz, Wahrnehmung, Haut, Fleisch, Blut. Dokumentation, Skizze, Fragment, Unterbrechung. Es ist gar nicht so einfach, das so auf einen Punkt zu bringen. Es geht eigentlich darum, dass zum einen die Aspekte der künstlerischen Arbeit, die weniger nach außen sichtbar gemacht sind, sichtbar gemacht werden. Dazu gehört die Erlaubnis des Ausruhens und die Erlaubnis des Denkens und des Lesens und des Forschens, des Experimentierens, des Schlafens, des Entspannens. Und zum anderen eben aber auch, wie geht man als Künstler damit um, mit diesen ganzen Einflüssen von außen, die auf uns eindringen. Durchlässig, durchsichtig, man kann ihn durchgehen, von außen hinein, von innen nach außen gehen, sich darin aufhalten, liegen, schlafen. Es ist ein imaginärer zweiter Raum in einem realen Raum. Imaginär für mich deswegen, weil es keine Wände gibt in der Form. Die Wände werden, wenn überhaupt, durch die Bilder gemacht. Wie ist es möglich, dem Bild die Eigenschaften eines Menschen zu geben oder eines Körpers zu geben? Wie kann ich die Bilder so zusammenbringen, dass sie flüchtig, provisorisch, immer in Bewegung zu sein, das Element im Raum sind? Und wie kann ich das, was mich alltäglich umgibt und beschäftigt, so in die Bilder einarbeiten, dass ich sie dadurch oder damit durchdringe, wie Haut. Ich versuche mit den Bildern sehr provisorisch umzugehen. Also ich male auf die Bilder drauf und ich wasche sie wieder aus. Und das ist für mich eine Form von Umgang mit der Zeitlichkeit. Die Dinge kommen vor und verschwinden wieder. Und sie kommen wieder vor und sie verschwinden wieder. Schicht für Schicht für Schicht. Daher auch der Titel, es ist eigentlich alles vergänglich und alles stirbt, aber die Zeit, die bleibt. Können wir dann jetzt noch